Heute, was geht ab, Leute? Hongi. Eigentlich hatte ich vor, heute ein Update wieder zu bringen, wie weit ich mit der Celebi Quest bin. Es gibt schon viele, die haben Celebi bereits erledigt, auch gefangen. Wurde ich auch schon fleißig markiert. Ich habe ungefähr vor, geplant, am Wochenende meinen Celebi abzuholen. Wollte ich euch mal zeigen, wie weit ich so bin. Aber es kam noch ein anderes Update rein. Und zwar, hier bei News einfach direkt. Hier. Lavos Day ist bekannt. Man hat sich bereits gedacht, aber jetzt offiziell bestätigt. Am 8.9. ist Lavos Day. Und ja, Shiny Lavados am Start. So wie immer, genau wie davor Zapdos und Arctos. Aber es kann eine besondere Attacke, und zwar Himmelsfeger. Wie gut Himmelsfeger sein wird, ist eine Flugattacke, muss ich mir noch anschauen. Aber an sich wollen wir ja eigentlich Feuer für Lavados. Und ja, momentan ist ja das Event in Japan. Und nach dem Event gibt es eben einen Staubbonus. Und hier wird nochmal ein bisschen Näheres beschrieben. Es gibt sogar 3000 Staub für Raids. Was dann, normal kriegt man ja 500. Was dann einfach ein sechsfacher Staubbonus ist für Raids. Mit Sternstück, das übrigens auch eine Stunde halten könnte, wenn alles erfüllt wird und alles freigeschalten wird. Also Sternstücke möglicherweise eine Stunde. Genau wie bei den Glückseiern, die hielten ja auch eine Stunde. Wäre das 4500 pro Raid. Was schon ziemlich hart reinhauen wird. Ja, ansonsten steht da halt Sternstaubbonus fürs Fangen und Brüten. Manche sagen dreifach, manche sagen doppelt. Man weiß es nicht genau. Wir werden es noch sehen. Aber ich bin gespannt. Vor allem für die Lavados Raids kriegt man ja dann auch mehrfach Staub. Also, ja, klingt sehr, sehr saftig, sage ich mal. Aber ja, jetzt erstmal zum Update. Wie weit bin ich mit meiner Celebi Quest? Hier könnt ihr sehen. 5 von 7 Pokestops muss ich noch drehen. Also, das können wir erstmal abholen. Das war, benutze 25 Ananas, um ein Pokémon zu fangen. Das heißt, heute, wenn ihr das Video seht, kann ich den 6. Stop drehen und die Zeit vorspulen mit dem Trick. Ich meine, die Aufgabe heißt nicht umsonst, a Ripple in Time. Die Zeit vorspulen und auch noch den 7. drehen. Und danach ist die Aufgabe, glaube ich, fange 40 Pflanzen oder Psycho-Pokémon. Ich habe ein Pflanzennest, ein Endivien-Nest hier bei mir in der Nähe. Null Park soll ein Endivien-Nest sein. Vielleicht schaue ich am Freitag noch vorbei, aber ich glaube eher am Samstag wäre ich damit fertig. Und ja, das längste waren eigentlich diese 7 Tage. Unnötig in die Länge gezogen, aber das haben wir ja schon bereits erwähnt, dass viele der Aufgaben unnötig in die Länge gezogen werden. Auch dieses Gehen mit den Evolis. Das hat mir persönlich auch viel Zeit gekostet, weil am Tag gehe ich eigentlich gar nicht so viel. Vor allem nach der Arbeit bleibt da nicht mehr so viel Zeit zum Gehen. Und jetzt muss ich noch 2 Pokémon entwickeln, die ein Item benötigen. Und dafür habe ich ein 100er Onix und ein 100er Shergox Sichlor vorbereitet. So. Bam. Die habe ich sehr, sehr lange aufgehoben. Ihr wisst doch, das IV-Battle mit Julian. Da hatten wir beide das noch aufgehoben, nicht gemacht. Und der Schiedsrichter, der Kollege in der Mitte, hat sich gewundert, wofür hebt ihr das noch auf? Wen interessiert es noch, ein 100er Shergox oder Stalos zu sehen? Und ja, hier sind wir, Celebi Quest. Und hier passt es eigentlich perfekt. Und ursprünglich hatte ich auch geplant, die auf Max zu pushen. Nur die Sache ist jetzt mit dem Update, mit dem Lavados Day und dem Staubbonus, haben wir, glaube ich, genug Material, dass ich die nicht jetzt auch noch in dem Video hier auf Max pushen muss. Hier auch noch das Sichlor. KP, Angriff, Defense 15. Ich weiß, das Onix bzw. Stalos habe ich gerade nicht. Die IV gezeigt, mache ich noch. So. Ja, soweit bin ich mit der Quest. Schreibt unten in die Kommentare, wie weit ihr seid. Habt ihr schon Celebi gefangen? Wenn ja, wie gut ist euer Celebi? Und natürlich freut ihr euch auf Lavados Day. Bam! 100er Sherox und 100er Stardos. 2 coole Pokémon, die werde ich auf jeden Fall demnächst in der Folge mal maxen. So. Steelix heißt er, glaube ich. Ja, bam. Der ist relativ hoch, das Sichlor war nicht so hoch. Gleicht sich wieder aus. IV-Check. Bester Satz. KP. Angriff. Defense. 15. Ja, das war's erstmal von mir. Kleines Update, wie weit ich bin mit der Celebi Quest. Da werde ich echt oft gefragt. Ich lasse mir ein bisschen mehr Zeit. Wieso auch nicht? Lavados Day ist angekündigt, offiziell am 8.9. Macht euch bereit. Ich bin auf jeden Fall am Start. Neue Attacke Himmelsfeger. Muss ich mir noch anschauen, wie gut die sein wird. Und ja, ansonsten eine Menge Staub. Staubbonus wird kommen. Freut euch darauf. Aber das war's von mir. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.